Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit zusätzlich zu Mayakashi Monstern greift der Gegner mit niederträchtig Monstern an, die als Spezialbeschwörung von seiner Hand beschworen werden können. Warte mal, ist es nicht malicious? Ist das nicht malefic? Vom Film? Alle niederträchtig Monster sind furchterregende Unholde mit enormer ATK und Effekten, die aber zerstört werden, wenn keine niederträchtige Welt vorhanden ist. Das stimmt nicht komplett, wenn kein Field Spell auf dem Feld ist. Es ist egal, welche Field Spell es ist. Aber der Gegner kann immer nur eins von denen haben. Der Schlüssel zum Sieg liegt darin, die Effekte der Mayakashi- und Magieschlosskarten präzise einzusetzen und zu verhindern, dass die niederträchtigen Monster zum Einsatz kommen. Man muss ehrlich gesagt sagen, so für das Link-Climbing ist es eigentlich theoretisch gar nicht so schlecht, einfach niederträchtigen Monster zu beschwören. Oder auch für Synchro-Climbing. Weil du die ja for free, glaube ich, specialen kannst. Ach so, das ist ja mein Deck. Ja. Er hat exakt gar nicht so viele davon. Die niederträchtige Welt. Okay, aber er hat noch kein niederträchtiges Monster, also wird das nichts damit. Du bist ein Normalmonster. Okay, weißt du was? Fangen wir mit Töricht das Begräbnis an. Gucken wir mal, was da so zur Auswahl steht. Oh mein Gott, das ist ja der Archetyp. Okay. Die wäre eine Idee. Theoretisch auch die, aber ich habe ja den Dingens eigentlich. Obwohl ich wahrscheinlich da. Jawohl. Okay. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass das hier das einzige Target dafür ist. Gut, und jetzt kann ich ja like any point wieder beschwören. Ah ja. Wer ist die Link-Route? Ja, wohl eigentlich ist es fast schon vorhin. Weil die kriegt ja auch nichts für. Oder? Ja, wohl. Ja gut, aber das ist ja nur vom Friedhof. Also von dem her ist er recht vain. Okay, gehen wir mal die Mayakashi-Synchro-Monster durch.
Aha. Die haben auch Versionsmonster. Eine Sache, die mich so leicht stellt, ist, dass ich aktuell nichts habe, um seine Backbar kaputt zu machen. Dafür muss ich ja einen Reborn hinkriegen. Und der einzige Reborn, den ich habe, ist die Karte. Warte, was? Er kann. Die kann jetzt eine Karte auf den Friedhof schicken. Ich hab fast egal, keine Ahnung. So, jetzt können wir natürlich nochmal diese Chain hier gehen. Wir würden aber dann nur bei dem hier ankommen. Oder wir gehen die Chain hier und kommen dann bei der da an. Genau, dann gehen wir die Chain. Linken wir ein bisschen. Warte mal, falls. Du kannst ein anderes offenes Monster auf dem Spielfeld wählen. Ja, aber das ist ja ein Karten-Effekt und so. Gut, so greifen wir mal der. Ja, weil über 1000 wird die Karte schon haben, die er da verdeckt liegen hat. Habe ich mir gedacht. Er hat noch 800 übrig. Er kann jetzt die Malefic-Karte verwenden. Okay. Was hat er bekommen, das Monster? Warte, was? Interesting. Mach das jetzt mal noch nicht, weil das ist ja limitiert, wie oft ich das machen kann. Ich kann ihn nicht aufhalten, weil das annulliert natürlich nur Effekte auf dem Feld. Also kann er jetzt genauso wie ich die Mayakashi-Chain nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob er genug Extension hat. Ich glaube fast nicht, oder? Hat er genug Extension, dass er auch aufs Link-Monster kommt, ist die Frage.
Ich meine, geht jetzt auf jeden Fall die Synchromonster hoch. Eins nach dem anderen. Interessant. Interesting, der brauchte die sogar im Friedhof. Okay, das bringt jetzt aber nicht so viel, weil er fast tot ist. Weil ich literally nur das hier brauche und dann kann die hier ihn umbringen. Das war ja echt easy. Mau, das squeezy. Ah ja, interesting. Warte mal, ich muss. Muss was im Friedhof haben, was ich verwarnen kann. Ist mir gerade so aufgefallen. Für den Männchen. Auf den Friedhof schicken. Ach so, stimmt, die Karte war das. Was, er kann nur mit der angreifen? Dann verstehe ich nicht einmal, warum man das wollen würde. Okay, holen wir erstmal Protoss. Den kann ich, glaube ich, noch nicht. Noch kann ich sogar schon beschwören. Aber ich muss, glaube ich, Karten vom Feld jetzt nehmen. Müsste jetzt Karten vom Feld nehmen. Okay, fangen wir mal mit Hof der Begierden an. Gucken wir mal, was wir noch ziehen können. Ah! Ah, super!
Okay. Gut, ich das ist auch nur sein Monster, gut. Ich nehme mal gerne Feuer. Das heißt, er kann jetzt gerade bei Ware-Typen arbeiten, weil er muss ja eine Chain machen und das kann er nicht. Und Bäre siegt. Okay. Abgeschlossen. Bisschen Edelsteinchen. Gut, und damit ist das hier auch abgeschlossen. Und das hier dann auch abgeschlossen. Dann haben wir jetzt eigentlich alles außer das goldene Land, oder? Wenn ich hier sage nicht abgeschlossen, sehe ich nur das goldene Land. Wenn ich hier sage geschafft, sehe ich gar nichts. Wenn ich hier sage gesperrt, sehe ich gar nichts. Wenn ich hier sage abgeschlossen, dann sehe ich halt alles andere. Also ja. Gut, dann gehen wir da im nächsten Part hin. Bewerten nicht vergessen. Ciao.